Kollegen zu viel oder habt ihr mittlerweile so eine Teamarbeit, dass ihr sagt, ach, schaffen wir, kriegen wir hin? Ich glaube, auch das ist eine individuelle Sache. Also ich denke, es ist auch phasenweise. Also ich denke, manchmal gibt es halt Phasen, zum Beispiel als wir Trinity Blood vorbereitet haben und das echt super aufwendige Kostüme waren, da hatte, glaube ich, fast jeder von uns einmal den Moment, wo er sich gedacht hat, jetzt kann ich einfach nicht mehr, es geht nicht mehr, es ist zu viel. Aber so wie in allen Situationen im Leben, die einen herausfordern, geht man dann einfach aus der Situation noch wieder raus und dann ist es auch wieder in Ordnung. Ich glaube jetzt nicht, dass bei uns die Leute da durchfliegen und sagen, alles ist ein Kinderspiel und alles ist super und toll, aber man macht es ja gerne, weil es eine Leidenschaft ist. Und deswegen denke ich, also einen Überforderungsmoment hat vielleicht jeder, aber nicht so, dass man jetzt sagt, ich stehe nicht mehr auf. Also ich habe gerade erst jetzt einen Moment, dass er mit langer Zeit Pause wie aus dem Urlaub wiederkam, und es hieß, lass uns Don't Stop, also unser Ending-Tanz, was eigentlich jeder von uns lernen sollte und ja, gemeinsam am Ende nochmal die Sau auslassen, ist eigentlich auch sehr schön und ich habe es nicht geschafft. Also wir haben es probiert, wir haben dann einen halben Tag umgemacht, dann sind wir bis zur Hälfte gekommen und irgendwann muss dann einsehen, das wird nichts mehr, bis wir gehen. Wir haben nur noch eine Woche Zeit, völlig unmöglich. Ärgere mich ein bisschen selber, ja, weil andere Leute, die noch frischer sind als ich, die tanzen das jetzt perfekt mit. Da bin ich dann auch so ein bisschen neidisch, warum kann ich das nicht? Aber das muss man, denke ich, einfach akzeptieren. Dann probier es halt zum nächsten Mal. Ne? Da können wir schon. Schaffst du es bestimmt. Ja, nächstes Jahr ist ja Animo, glaube ich. Ist nicht so lang. Man hat ja auch so einen etwas eingespielten Zeitraum. Wir wissen genau, wenn ein Stück 60 Minuten hat, wir haben schon viele Stücke von 60 Minuten gemacht, wir haben ein Jahr zur Vorbereitung, zu welchem Zeitpunkt muss was stattfinden, damit wir am Ende gut fertig werden. Es kann immer sein, dass man am Ende mal dann schon in Stress gerät. Das ist eigentlich normal, aber dass man nicht fertig wird, dass man wirklich sagt, um Himmels Willen, ich habe mich völlig verkalkuliert, da fehlt noch ein Drittel vom Stück und wir haben in 2 Wochen Auftritt, das kommt einfach nicht vor, wenn du eine gewisse Erfahrung hast. Und wir hatten so viele Jahre, um zu lernen, wie man sich auf etwas vorbereitet, dass das eigentlich Routine ist. Wie gesagt, wir fangen nach jeder Premiere sofort mit der Vorbereitung fürs nächste Stück an. Idealerweise sind die Vorarbeiten, wie das Buch zu schreiben und sowas, dann schon gemacht, damit man wirklich ein Jahr hat. Und es rutscht immer ein bisschen nach hinten, weil man davor sich erstmal Zeit lässt. Aber das sind halt einfach Erfahrungen, da weißt du auch, ich kann mir hier mehr Zeit lassen, weil ich kann das auffangen. Und dann geht es auch. Ich glaube, wenn du ganz neu anfängst und du sagst, ich mache jetzt eine Showgruppe, die macht Musicals, dass du dich dann verkalkulierst, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil du es halt noch gar nicht weißt. Wie sollst du es auch wissen? Aber wenn du es schon oft gemacht hast, vertraust du halt auch daran. Ja, man muss halt auch sagen, dass die Leute dann auch bereit sind, sich dann den Monat vor der Premiere auch wirklich, muss man auf gut Deutsch sagen, den Arsch aufzureißen. Also dann sind dann Sondertrainings und was weiß ich nicht was alles. Und also das ist dann schon nochmal richtig Stress und so. Aber ich glaube, das ist auch das, womit man rechnen kann. Jetzt nicht so im Prinzip, wir werden auf jeden Fall fertig, sondern ich weiß genau, dass alle so hart daran arbeiten werden, dass wir fertig werden. Ja, ich denke auch, das ist das Erfolgsrezept von TNS. Es hat sich einfach ergeben. Wir sind ein Team, in dem viele Leute sind, die einzelne Aufgaben übernehmen, denen du absolut vertrauen kannst. Und die in der Lage sind, diese Aufgaben zu stemmen, die nicht nur sagen, mache ich, und merken dann, oh, das kann ich gar nicht, sondern es funktioniert. Du machst Social Media, du unterstützt mich in allem Möglichen, was die Organisation der Cons angeht und so weiter und im Choreografieren. Und ich könnte das nicht alleine, das wäre völlig unmöglich. Aber weil eben jeder sagt, ich bin verantwortungsbewusst, ich bin ein erwachsener Mensch und ich übernehme da gerne Aufgaben, dann läuft die Sache, dann läuft die von selber. Dann muss man sich auch nicht große Sorgen machen. Und jeder Einzelne weiß, wenn ich ein Problem habe, fängt mich einer auf. Und nur so kann ja ein Team eigentlich funktionieren. Und wenn du die Leute nur zusammensteckst, ohne dass die sich aufeinander einstellen können, dann funktioniert das auch nicht. Aber irgendwie hat es bei uns geklappt und da bin ich wahnsinnig dankbar für. Ja, wir haben auch den umgedrehten Fall. Also wenn ich jetzt zu dir sage, ich packe das nicht, dann sage ich nicht doch, ich versuche es doch irgendwie, sondern ich sage nein, ja. Ich packe diesen Tanz jetzt nicht. Ja, genau, dann reden wir drüber und dann finden wir eine Lösung. Dass wir auch die Schwächen eingestehen, keine Ahnung. Ja, das finde ich sehr gut. Es ist wichtig zu sagen, kann ich nicht. Zum richtigen Zeitpunkt und ehrlich zu sein und dann ist auch keine Lösung. Zum Beispiel auch sagen, wenn jemand Probleme hat mit einem Kostüm in der Anfertigung, jeder von uns hilft gerne, weil wir haben mittlerweile alle schon so viele Kostüme genäht, es geht. Und wenn da wirklich jemand kommt, dann hilft man auch. Es sollte halt nicht ein Tag vom Auftritt sein, weil da sind die Möglichkeiten zum Helfen dann doch etwas geringer. Ihr habt auf eurer Homepage noch so eine andere schöne Unterseite. Über die Jahre haben sich über euch ja einige Gerüchte angesammelt, wo ich mir stellenweise so die Frage stelle, okay, was? Wie kann man das glauben? Keine Ahnung. Gibt es ein Gerücht, das ihr gar nicht mögt? Eine Menge blöde Gerüchte bei uns. Blöde Gerüchte mag niemand, würde ich sagen. Ich glaube, was ich nicht mag, ist,
wenn immer mal wieder das Gerücht aufkommt, wir würden unsere Kostüme nicht selber machen. Also, dass wir einen professionellen Schneider hätten, der uns das alles macht. Und dann denke ich mir so, ja, hätte ich gerne, ist aber leider nicht so. Und jeder von uns ist ja auch stolz drauf, was er da fabriziert. Und ich glaube, das ist so eins, wo ich mir denke, das mag ich nicht hören, weil das ist wirklich eine der Sachen, die wir mit Blut und Schweiß selber machen. Deswegen haben wir ja auch angefangen, Bilder im Progress auf Facebook ein bisschen zu posten, damit die Leute einfach sehen, hey, das machen wir wirklich selber. Ich denke, was auch so eine Sache ist, die uns über die Jahre immer wieder begegnet, was sich aber total ins Gegenteil verkehrt hat, was aber nicht besser geworden ist, ist dieses Körperbild, das Menschen anscheinend von TNS haben. Früher hieß es so um 99 rum, TNS, das sind die rollenden Tonnen, die sind alle unglaublich fett. Wir hatten zwei doch übergewichtige Mitglieder, das hat man sinnvoll, er hat eben nur zwei. Und schon allein das auf denen ihren Rücken auszutragen, war damals einfach wirklich nicht okay. Und heute ist es andersrum, da heißt es, TNS drängen die neuen Mitglieder in die Magersucht und so weiter, und die sind alle so dürr. Und das ist halt auch, das ist das Gleiche in umgekehrt. Und ich weiß nicht, wo solche Gerüchte herkommen, aber das ist halt eigentlich, das ist lächerlich. All diese Gerüchte, die auf so einer Schiene laufen, das ist halt einfach, ich weiß nicht, wer sich das immer ausdenkt, aber es kommen irgendwie immer wieder neue. Ich meine, nachdem du auch die Frage gestellt hast, was hast du denn zum Beispiel über uns gehört? Weil vieles kommt bei uns gar nicht an. Das muss erst mal jemand wohin schreiben, damit man das lesen kann. Und die meisten reden halt nur, über das redet keiner. Das wäre dann direkt die nächste Frage. Es gibt über euch das Gerücht, dass ihr halt massiv bevorzugt werdet von den Conventions über die Zeit hinweg, vielleicht weil ihr sehr gut seid. Und es wird immer euch zugeschoben, obwohl das ja dann eigentlich mehr so ein Convention-Ding ist. Empfindet ihr das selber so, dass ihr bevorzugt behandelt werdet? Oder sagt ihr, nee, eigentlich sind wir wie jede Gruppe? Also das ist ein Riesenschmarrn, weil klar, wir haben unsere Kooperation mit der Animagic. Das läuft aber auf einer ganz anderen Ebene, das hat mit Bevorzugung nichts zu tun. Aber es gibt auch ganz eindeutig Conventions, die sagen, nein, wir laden euch nicht ein oder wir möchten euch nicht bevorzugen, deswegen ihr könnt euch bewerben bei uns, aber wir hatten auch Probleme mit einigen Leuten, die aus der Welt geschafft sind, das ist alles Schnee von gestern, aber es heißt eindeutig, ihr bewerbt euch wie alle anderen und dann kriegen wir auch Absagen. Ja. Und das ist okay. Wenn ich für Bewerbungen zuständig bin, also die Bewerbung bei der Animaco liegt genauso ab wie alle anderen, ich schicke die notwendigen Unterlagen ein. Da ist ja meistens dann irgendwie so ein Anmeldeformular, da bewerben wir uns mit, Bewerbungsvideo kommt dran, dann kriege ich Feedback, ihr werdet genommen oder nicht. Es ist nicht, wir sagen zu, sondern wir werden genommen oder wir werden nicht genommen. Dann kriegen wir das Feedback, wir werden genommen. Dann steht meistens in der Mail, wegen Auftrittszeit sage ich euch noch Bescheid und irgendwann kommt die E-Mail, das sind eure Auftrittszeiten. Da kommt vielleicht irgendwann nochmal eine E-Mail, eure Auftrittszeit hat sich nochmal geändert, aber wir wissen nicht warum und weshalb, sondern nur so ist es. Und dann sage ich, okay. Und es ist ja auch so, wir kommen aus München, wir können nicht Freitagabend hier auftreten. Bist du gestern zum Beispiel 23 Uhr angekommen? Ja, und wir müssen dann wieder zurück. Und wir können auch nicht Sonntag um 16 Uhr auftreten, weil wir halt Montag alle arbeiten müssen oder in die Uni müssen. Also das sagen wir beim Vorfeld. Also schon bei der Bewerbung sagen wir, okay, für uns ist halt nur Samstag möglich. Vor allem jetzt hier in Berlin. Weil das halt ja selbstverständlich, wenn andere Gruppen irgendwo bei euch unten auftreten, die müssen ja dann auch sagen, hört mal, Freitag geht gar nicht oder Sonntagnachmittag. Es gibt eine kleine Anekdote. Eigentlich ist es auch was Interessantes für alle aktuell bestehenden Showgruppen. Es ist ja so, wir waren halt einfach die Ersten. Damals, als wir aufgetreten sind zum allerersten Mal, da gab es keine Konkurrenz in dem Sinne. Es gab nicht einmal Programme auf der Animagic großartig. Da gab es Videoräume, das war es dann aber auch. Damit haben wir also sozusagen das Programm gefüllt. Wir haben auch relativ gute Konditionen bekommen. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht genau, aber so, was man halt hinterher gehört hat, lief anscheinend ganz gut. Aber im Nachhinein hat sich der Markt umgekehrt. Es ist jetzt ein Tanzgruppenmarkt und der wird von den Conventions bestimmt. Dadurch, dass es nicht mehr genug Foren gibt, in denen die Showgruppen auftreten können und es sehr wenige, sehr begehrte Bühnen gibt, die halt einfach groß und gut ausgestattet sind und alle auf diese Bühnen drängen. Man sieht es sehr gut auf Veranstaltungen wie den hier, vor allem auch auf der MMC, nicht so sehr auf der Animaco, aber ich glaube, es ist relativ gleich, dass wahnsinnig viele Showgruppen in dieses Programm gepresst werden und es läuft von morgens bis nachts durch. Und dieses Problem ist erstmals aufgetreten 2003, als es die erste große Showgruppenexplosion gab und einfach viel zu viele Showgruppen für zu wenig Conventions da waren. Jede neue Showgruppe tendiert dazu, sich unter Wert zu verhalten. Und das ist ganz schwierig, weil jeder muss seine Konditionen selbst setzen. Er muss sagen, ich möchte gerne auf eine Bühne und ich möchte mich beweisen und ich habe noch keinen Ruf, aber es gibt Konditionen, die sind für mich notwendig. Wenn eine Gruppe das nicht macht, dann wird sie von Anfang an große Schwierigkeiten haben, als wie im Berufsleben ist, wenn du dich unter Wert verkaufst, das wird dir immer nachhängen. Und wenn eine Showgruppe auch.
wir haben uns einfach mal Konditionen gesetzt, bei denen wir sagen, unter denen können wir nicht auftreten, da können wir nicht zur Verfügung stehen. Und bei Cons, die sagen, wir können euch das nicht bieten, müssen wir sagen, dann müssen wir absagen. Und das tun wir auch, das tun wir häufig. Deswegen haben wir nicht sehr viele Auftritte. Aber wenn eine Showgruppe Zeit nicht macht, dann entstehen Probleme. Und ich denke, daran muss sich jede Gruppe halten. Sie muss sich fragen, was brauche ich und da auch wirklich das verlangen. Sonst geht's nicht. Gibt es eine Serie, die ihr niemals aufführen würdet wollen, weil da der ganze TNS sagt, okay, nein, irgendwie alle nicht? Oder? Kann ich mir nicht vorstellen. Weil doch so viele. Wer mit Melodie? Ja, aber auch nicht der ganze TNS. Das ist nur die Leute, die Erfahrung mit diesem Stück gemacht, also mit diesem Projekt gemacht haben. Wir haben das mal aufgeführt und das war eine Katastrophe für uns, die wir das machen mussten. Aber ich glaube, es würde nie so ein kollektives, das machen wir auf gar keinen Fall machen, weil wir so viele unterschiedliche Charaktere haben. Die einen finden das eine total geil, während die anderen sich denken, Alter, das geht für mich eigentlich gar nicht. Und ich glaube nicht, dass wir wirklich kollektiv sagen könnten, das ist genau das eine Stück, wo jeder Einzelne vom TNS sagen würde, nee, auf gar keinen Fall. Mindestens einen würdest du finden, der sagt doch. Ja, dazu sind die Geschmäcker viel zu verschieden. Ja. Also wir haben auch bei den neuen Stück jetzt groß diskutiert. Da gab es auch nicht alle, denen das gefallen hat. Und, bei Eva war das genauso. Ja. Und man redet dann drüber, das Skript wird dann vorgestellt und man wird überzeugt oder nicht. Es gibt auch Leute, die sagen dann nein. Ist okay. Das Stück und das Thema haben wir auch nicht viel miteinander gemeinsam. Ja. Richtig, ja. Es kommt ja auch die Idee an, die dahinter steht. Und wenn die gut ist, dann muss ich den Anime nicht mögen, um damit zu machen. Wie bei mir mit Italien. Ich mag den Manga und Anime heute noch nicht, aber das Stück mag ich sehr gerne. Und gibt es Serienwünsche, die schon vielleicht seit Jahren geäußert wurden, aber die leider noch nie eine Umsetzung gefunden haben? Ist das top secret? Also ich hätte mir seit ein paar Jahren gewünscht, mal wieder Kingdom Hearts zu machen und da hätte mich Birth by Sleep sehr interessiert, weil ich eine Umsetzungsidee hätte. Aber das ist inzwischen schon wieder älter und ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt noch mal ein Kingdom Hearts Stück haben werden. Aber es ist einfach eine Idee, die ich immer noch im Kopf habe. Das kommt ja bei das wär, ja, aber dann wäre es nicht mehr Birth by Sleep. Die Idee funktioniert nur für Birthday. Auf jeden Fall, das wäre irgendwie was, könnte man machen. Ist aber nicht so ein Herzenswunsch eigentlich. Und für mich wäre es Fushigi Yugi gewesen, aber das ist ein Stück, das schon allein daran scheitert, dass wir einfach nie genügend Leute haben, um das umzusetzen. Aber das ist wirklich so eins, das ziehe ich so, seitdem ich so 18 bin mit, weil das so meine erste große Manga-Liebe war und das ist was Persönliches, aber man muss sich auch überlegen, ist es das wirklich oder ist der TNS dafür da, dass ich jetzt meine persönlichen, individuellen Herzenswünsche erfülle oder schlage ich ein Stück vor, wo ich denke, das ist gut für die ganze Gruppe. Und da muss man auch ein bisschen abwägen. Natürlich kann man sagen, das würde ich einfach unglaublich gerne machen. Aber sind wir in der Lage, es umzusetzen? Und ist es auch etwas, das das Publikum interessiert? Auf welchen Conventions findet man euch nächstes Jahr? Entweder als Gruppe, also was plant ihr, wo ihr euch bewerbt oder wo ihr auftretet? Oder kann man euch einzeln treffen, wenn auch die Fans euch mal so bejubeln wollen? Ich glaube, einzeln bejubeln. Ich glaube, also wir sind halt auf den Conventions, bis auf ein paar Ausnahmen, würde ich sagen, auf denen wir auch auftreten. Ein paar Leute sind auch auf der Konichi privat unterwegs. Halb privat. Wir sind ein Helfer auf der Konichi. Ah, okay. Also der Großteil vom TNS sind eigentlich nicht mehr so wirklich Con-Gänger, weil wenn du mal auf einer Con eine längere Zeit eigentlich immer gearbeitet hast, dann langweilst du dich schnell, weil du mit dem Programm nichts mehr anfangen kannst. Viele von uns sind auch nicht mehr so wirklich Anime-Fans, sondern wir mögen einfach das, was wir mit dem TNS machen. Aber ansonsten, wo man uns halt antrifft, sind grundsätzlich die Veranstaltungen, auf denen wir auftreten. Und das kann man eigentlich ganz gut an der Vergangenheit ablesen, weil wir eigentlich jedes Jahr auf den gleichen Cons sind. Wir sehen immer zu, dass wir in Berlin sind, nach Möglichkeit die Animog in München mitnehmen, weil da wohnen wir, das ist schön angenehm. Also es ist immer schön, wenn sich die Möglichkeit ergibt und die Animagic ist eben unsere Hausveranstaltung. Da sind wir eigentlich immer dabei und ansonsten, wir kündigen es rechtzeitig an, wenn sich noch wieder was dazu ergibt. Aber solange wir halt auch da, um jetzt auch mal wieder auf den Bevorzugungsaspekt zu kommen, wir bewerben uns jedes Jahr auf den gleichen Conventions, aber ein definitives Go haben wir jetzt auch für die Animog noch nicht, weil da jetzt gerade erst die Bewerbungsphase beginnt. Also wir bewerben uns da und hoffen sehr, dass wir genommen werden. Und ja, Berlin wird dann nächstes Jahr auch wieder ein Thema sein. Und bevor wir jetzt so einen ganz kleinen Einblick in euer aktuelles Programm geben, so einen Anreizer, habt ihr noch ein paar Worte für die Zuschauer oder eure Fans, die ihr noch unbedingt loswerden wollt? Wir bedanken uns natürlich total, dass ihr immer bei uns dabei seid, dass ihr zuschaut, egal von wo, ob jetzt Internet oder direkt im Saal
Wobei im Saal natürlich besser ist, weil wir wissen alle, ein Video ist nicht so schön wie die Realität. Und dass ihr uns die Stange haltet und dass ihr einfach seit Jahren mit dabei seid. Egal, manche sind jetzt seit 16 Jahren im Publikum und manche schauen zum ersten Mal rein. Aber wir freuen uns über jeden, der zuschaut, weil wir machen es im Endeffekt für euch. Und wenn ihr nicht da wärt, dann wären wir auch ganz schnell weg. Also vielen Dank, dass ihr uns das möglich macht. Nicht alle von uns haben Fans. Also Gott sei Dank. Ich bin noch nie draußen auf der Con gelaufen. Also wir haben Leute, die gehen draußen auf die Con und dann kommen Leute und hey, du bist doch hier und die. Und ich bin noch nicht so lange dabei und auch nicht besonders talentiert. Und Micha. Da kommt dann keiner angeschwärmt und das ist eigentlich auch ganz gut. Auf den meisten anderen Cons, so wenn ich auftreten, arbeiten wir auch. Und da kann man es vielleicht auch nicht so gebrauchen. Okay, na, das kommt vielleicht noch. Okay, dann an der Stelle nochmal vielen Dank für die Zeit, die ihr euch hier genommen habt, für das ausführliche Interview. Echt ganz, ganz dolle Danke. Dann für nachher. Toi, toi, toi. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und Glück und vergesst nicht, die Katze zu grüßen. Und ja, ansonsten noch viel Spaß auf der Animaco. Dankeschön. Danke. Euch auch. Thank you.